Querdenker lieben das Dritte Reich. Sie kommen immer wieder mit verrückten Vergleichen, so wie Jana aus Kassel sich mit Sophie Scholl vergleicht und andere sich mit Anne Frank oder anderen Widerstandskämpfern. Und immer wieder kommen Vergleiche auf, wie zum Beispiel Maske tragen ist so schlimm wie Holocaust. Und dann kommt die Frage auf, ist das nicht eine Relativierung, eine Verharmlosung und somit strafbar nach § 130 Absatz 3 StGB? Klären wir das mal auf. Tatsächlich haben wir im deutschen Recht eine Strafbarkeit für Holocaust-Leugnung, wenn ich also sage, den Holocaust gab es gar nicht, oder wenn ich sage, naja, den Holocaust gab es vielleicht, aber er war nicht so schlimm. Es waren vielleicht nicht so viele Juden und Andersdenkende, die damals ermordet worden sind. Oder wenn man sagt, okay, es waren zwar viele, aber es gab gute Gründe, Rechtfertigung. Das ist die klassische Verharmlosung des Holocausts. Was aber, wenn ich es ins Verhältnis setze? Wenn ich sage, der Holocaust war nicht so schlimm, weil er ist eigentlich ähnlich zu beurteilen wie das Masketragen, dann verkleinere ich den Holocaust zu einer ziemlich gering einzuschätzenden Grundrechtseinschränkung, die wir heute haben, und verkleinere damit den Holocaust und leugne ihn zwar nicht in seinem Bestand, aber ich relativiere ihn und verharmlose ihn dadurch. Das kann strafbar sein. Allerdings geht es den Äußernden meistens gar nicht darum zu sagen, dass der Holocaust nicht so schlimm war, sondern Ziel des Vergleiches ist typischerweise, das Masketragen zu erhöhen, zu überhöhen, als dramatisch darzustellen. Das mit Holocaust zu vergleichen mag zwar einigermaßen dämlich sein, aber auf Dummheit steht häufig nicht unbedingt Strafe. Das heißt, derjenige, der einfach nur so verrückt ist und meint, dass Maske tragen so schlimm ist wie millionenfacher Massenmord, der ist zwar dämlich, aber begeht typischerweise keine Volksverhetzung. Insofern kann Dummheit durchaus auch vor Strafe schützen. Unser Strafgesetz ist in dieser Hinsicht durchaus robust, was die Meinungsfreiheit betrifft, also robust in dem Sinne, dass es die Grundrechte achtet und schützt. Und das Bundesverfassungsgericht hatte ja die Norm an sich für verfassungsgemäß eingeschätzt, führt aber immer wieder ins Feld, dass die Meinungsfreiheit hoch zu schätzen ist bei dieser Fragestellung, bei der Frage, wann eine Strafbarkeit vorliegt, sodass in sehr vielen Fällen, wo wir eine Relativierung oder eine mögliche Verharmlosung haben, die Meinungsfreiheit doch wiederum zum Tragen kommt. Insofern, Querdenker, so schlimm ist es mit der Meinungsdiktatur nicht. Ihr könnt ziemlich viel Unsinn auch sagen. Und auf der anderen Seite ist es manchmal eben auch Quatschjura, wenn man behauptet, dass jede Relativierung, jede vergleichende Darstellung zwischen Maske tragen und Holocaust eine Straftat darstellt.